Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Und Shadow Mario will scheinbar gerade Ärger machen in Piazza Delfino. Wollen wir doch mal sehen, was er jetzt schon wieder angestellt hat. Er hält irgendwas Komisches in der Hand. Aber was es sein wird, das werden wir gleich erfahren, wenn wir ihn geschnappt haben. Doch das ist leichter getan als gesagt. Man muss ihn erstmal treffen. Ah, man kann ihn auch so treffen, wenn man die ganze Zeit die R-Taste drückt. Und dabei springt. Interessant, interessant. Ich glaube, diese Art und Weise ist noch effektiver als die davor, die man sonst immer machen musste. Aber das Wasser ist auch schon wieder gleich leer, also wir müssen echt mit dem Wasser sparsam umgehen. Ja, so aber nicht, Mario. Wo ist er denn? Da oben. Komm her. Ah, scheiße, jetzt ist das Wasser leer. Ja, jetzt muss ich erstmal ins Wasser, neues Wasser holen und dann können wir ihn erneut herausfordern. Wo ist er denn? Ach, der war da ja da oben, ne? Ja, ja, schon klar. Oh, erstmal da hochschweben. Dann hier hin. Und dann... Hä, wo ist er denn jetzt hin? War er nicht eben hier? Hä? Wo ist er denn jetzt? Shadow Mario, wo bist du? Ach, da hinten. Jetzt ist der da oben oder wieder was? Oder wieder was, ne? Ja, ja. Jetzt bleib stehen, bitte. Geht doch. Okay, was ist das jetzt hier? Ach, jetzt haben wir die Turbodüse erhalten. Denn mit der können wir jetzt ganz schnell durch die Gegend rennen und somit auch an versteckte Orte kommen. Wie zum Beispiel da hinten. Denn da hinten in dem Haus ist eine Insignie der Sonne. Und da kommen wir nur rein, wenn wir mit der Schwebedüse das Tor aufbrechen. Und somit kann man sich eine weitere Insignie ins Team holen. Schein erhalten. Und weitermachen bitte. So, sollen wir jetzt mit der Turbodüse noch weiterarbeiten? Aber Shadow Mario macht schon wieder Ärger. Und er hat scheinbar eine neue Düse im Gepäck. Und das ist dann halt auch die letzte Düse, nämlich diese Düse. Doch was das für eine sein wird, das werden wir gleich erfahren. Wir hatten sie aber auch schon mal verwendet. So viel kann schon mal gesagt sein. Und ich merke gerade die... Lol. Die Sounds sind etwas zu laut. Aber jetzt dürften sie wieder etwas leiser sein. Und Shadow Mario verpisst sich wieder. Wo ist er denn? Ach, da unten. Ja, und wieder mal fühlt er sich cool. Und flüchtet nach da oben. Und Mario hält sich natürlich da nicht feste, was er eigentlich machen sollte. So. Ich dachte schon, der rennt jetzt ins Gemälde rein. Aber dem ist nicht so. Gib auf! Du hast doch eh keine Chance. Ist er tot? Ne, er lebt noch. Und er lebt immer noch. Wer hätte es gedacht? Gar keiner.
Ja, sicher. Komm, spring noch höher. Guck mal, durch mein Wasser nimmt er Schaden, ja? Und durch dieses Wasser nimmt er keinen Schaden. Also, Logik, Nintendo. Logik. Tot. Und jetzt haben wir die Raketendüse erhalten, mit der wir uns hochkatapultieren können und somit auch wieder verschiedene Insignien und versteckte Orte erklimmen können. Wie zum Beispiel hier oben auf dem Leuchtturm. Hier ist nämlich eine versteckte Insignie, wenn man eine Stampfattacke auf diesen Stein macht, kommt eine Insignie raus. Ich hatte jetzt Eva auch in diesem Part die ganzen Insignien der Sonnen in Piazza Delfino zu holen. Und das machen wir jetzt. In Paco Fortuna gehen wir dann, oder machen wir im nächsten Part dann weiter. Denn die Shines in Piazza Delfino müssen ja auch irgendwann mal gemacht werden. Und da wir jetzt alle Düsen haben und Yoshi haben, können wir das eigentlich auch jetzt schon in diesem Part machen. Dann haben wir es wenigstens hinter uns. So, dann gibt es noch ein Secret Level mit der Turbodüse. Das können wir jetzt auch sofort machen. Dazu müssen wir aber zur Polizeistation, die gleich da hinten ist. Und zwar hier. Ich hasse euch. Wusstet ihr das? Und zwar müssen wir hier mit der Turbodüse das Tor aufbrechen. Und dann sind wir in einer Secret Welt. Und zwar müssen wir einfach hier von Block zu Block springen. Und das dürfte man eigentlich schaffen. Aber Mario ist mal wieder nicht gesprungen. Wie man das auch von ihm kennt, ne? Will er schon mal nicht springen. Düse wechseln und sofort geht es los. Spring, Mario. Und spring. Und spring. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt spring. Und spring nochmal. Boah, hast du dich da noch festgehalten, Mario? Das war so gut. Okay. Nummer 33. Und speichern und weiter, bitte. Und nee, oder? Nicht schon wieder Tonprobleme, oder? Es ist irgendwie immer, wenn ich ein Level abgeschlossen habe, ne? Oder wenn ich gerade eins anfangen will. Aber jetzt ist der Ton komplett weg. Lol. Ja, Entschuldigung, Leute, da muss ich noch mal einen ganzen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir wieder. Entschuldigung nochmal für diese Tonprobleme, aber wenn sie auftreten, dann treten sie auf und dann kann ich da halt nichts mehr dran ändern. Und wir machen jetzt wieder weiter mit den versteckten Insignien in Piazza Delfino. Und zwar befindet sich da oben bei der Porta-Säule, hieß die, glaube ich, oder... Nee, warte. Wie hießen die nochmal? Die, Säule. Irgendwas mit Porta, auf jeden Fall. Naja, soll uns auch egal sein. Wir müssen da oben nämlich die große Insignie sauber machen. Und da müssen wir jetzt erstmal runter. Ah, shit. Das war jetzt nicht klug. Mario, du sollst dich nicht die ganze Zeit da festhalten. Wir wollen doch nicht in die nächste Welt. Wieso fällst du da jetzt runter, Mario? Unnötig. Und warum kommst du da jetzt nicht hoch? Hast du keinen Bock mehr, oder was? Alter. Ist das wirklich so schwer, Mario, da hochzukommen? Oder was? Jetzt will er gar nicht mehr springen, oder was? Meine Güte nochmal. Nie hast du Probleme, irgendwo hochzukommen, ja? Und jetzt gerade hier.
Geht doch. So. Und jetzt die große Insignie sauber machen. Sie dreht sich und dreht sich und dreht sich, bis sie sauber ist. Und damit hätten wir sie auch schon. Und sie ist natürlich direkt vor dem Vulkan. Sehr schön. So, jetzt da hoch. Und jetzt am besten von hier aus hochkatapultieren. Und da hätten wir sie auch schon. Schein erhalten. Und weiter geht's. Oh Gott, ey. Jetzt sieht die Stadt auch mal wenigstens schöner aus. Nicht so bekrickelt und so. So. Wieso brennst du überhaupt? Anstatt einfach ins Meer zu springen, du brennst. Komm mal, bleib mal hier. Ich helfe dir. Die Flamme ist immer noch an. Blöd. Komm. Du sollst stehen bleiben. Ich will dir nur helfen, mein Freund. Alter, will der keine Hilfe annehmen oder so? Bleib stehen. Geht doch. Und eine blaue Münze. Danke. So, versteckte Insignien. Und zwar hätten wir noch hier eine im Sand. Hier nämlich. Einfach mit dem Wasser draufspritzen. Und dann hätten wir auch schon wieder eine neue. So. Zu der kommen wir auch ganz einfach hin. Einfach einen Dreisprung ausführen und dann hier auf die Felsen. Und dann hätten wir sie auch schon. Aber wenn Mario nicht so blöd wäre, dann würde das auch alles viel einfacher gehen. Ne, Mario? Ist es nicht so? Ja. Ist ganz meiner Meinung, ne? Nummer 35. Und wir gehen auch langsam zur 40 rüber. Menschenskinder, das geht jetzt ja echt flott. So. Wir gehen auch direkt wieder dahin, wo die Insignie im Sand war. Denn dort, wo die Insignie dann aufgetaucht ist, gab es ja noch eine grüne Röhre. Und die wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Denn da ist auch ein Secret drinnen. So. Nein, Mario, Seitwärtssprung ist immer besser. So, da drauf. Und dann in die grüne Röhre mit dir. Du bist doch Klempner, also gehörst du da auch rein. Okay, die Map, die sieht schon etwas anspruchsvoller aus, aber so schwer ist die nicht. So, einfach landen, sich ein Bein brechen und dann sofort runterfallen. Und nochmal springen und dann hätten wir es auch schon geschafft. Also so schwer ist diese Mission nicht. Schein erhalten und speichern. Piazza Delfino und es gab da hinten noch eine blaue Münze beim Secret. Nämlich mit der Turbodüse muss man da hin und das war jetzt nicht klug, Mario. Einfach übers Wasser rutschen, laufen. Wie auch immer. Und das Wasser füllt sich dann immer wieder auf, wenn man auf dem Wasser läuft. So, blaue Münze. Und es gibt einen weiteren Glitch in der Piazza Delfino. Den kann ich jetzt auch nochmal zeigen. Der befindet sich hier hinten. Hier im Wasser unter dieser
Holzbrücke oder unter diesem Holzsteg. Und zwar muss man nämlich hier drunter schwimmen. Dann mit der Turbodüse... Oh, nicht so. Unter die Kiste gehen. Und dann in die Kiste reinspringen. Und dann durch die Wand springen. Wartet. So. Jetzt sind wir hier in der Kiste drinnen. Und da ist ein M. Lol. Das kann ich auch von hier aus der Kiste wegmachen. Wo ist denn jetzt die blaue Münze? Ach, da. Und jetzt kann man... jetzt ist man hier in der Kiste. Und jetzt sollte man aber eigentlich auch dann durch die Wand fallen. Aber das ist mir gerade irgendwie nicht gelungen. Muss ich nochmal probieren. Moment. So. Moment. Ach, Mario will das gerade nicht machen. Auf jeden Fall kann man dann durch die Wand fallen und dann ist man direkt wieder tot. Also nichts Besonderes so. So. Jetzt bräuchten wir die Raketendüse ein paar Mal. Denn es gibt hier noch Glockentürme und die muss man sauber machen und dann bekommt man auch wieder eine Insignie der Sonne. Und ich glaube, eine Glocke erreicht man auch nicht. Einfach so, dafür braucht man die Raketendüse. Und zwar befindet sich die erste Glocke hier oben. Da jetzt hochspringen und jetzt die Glocke sauber machen. Wieso geht das jetzt nicht? Ah, sie ist fast sauber. Kommt nur noch ein bisschen. Geht doch. Und die erste Glocke wäre somit auch sauber. Ja, das war die Glocke, die man nur mit der Raketendüse erreicht. Weil die halt so oben gelegen ist. Wenn Mario jetzt keinen Mist macht, dann könnten wir sie eigentlich bekommen. So. Und von hier oben haben wir auch eine schöne Aussicht auf Piazza Delfino. Wunderschön. Aber uns interessiert nur die Insignie. Gut, Mario. Gut machst du das. Speichern und weiter. Und... jetzt machen wir den zweiten Glockenturm. Wieder die Raketendüse mitnehmen. Und dann die Glocke sauber machen. Und zack, da hoch. Und die haben hier scheinbar auch Fernsehempfang auf der Insel. Trotz, dass sie eigentlich nur in der Sonne leben. Aber okay. Warum nicht? Und irgendwie kann ich die Glocke nicht vom Nahen sauber machen. Aber was soll's. Komm schon. Und damit hätten wir auch diese Glocke gereinigt. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns noch diese letzte Insignie. Und dann beende ich den Part auch schon mal für heute. Ja, es gibt noch mehr Insignien in Piazza Delfino, aber die werde ich dann ein anderes Mal holen. Vielleicht im nächsten oder übernächsten Part. Weil die Parts sind jetzt in letzter Zeit auch so lang geworden, die gehen meistens schon bis zu einer halben Stunde. Und dieser Part, ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber auf jeden Fall ist dieser Part jetzt beendet. Und im nächsten Part machen wir dann mit Paco Fortuna weiter und dann im Part danach machen wir die restlichen Insignien in Piazza Delfino. Also, bis dann.